big, bad, crazy show. And you can see me on TV. I guess it's how it's gotta be. I don't care because I know it's just a big, bad, crazy show. And you can see me on TV. I guess it's how it's gotta, how it's gotta. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Sissi will Wolle. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit mir die nächsten 30 bis 40 Minuten zu verbringen, wenn ich über mein Lieblingshobby, das Stricken und momentan auch Spinnen, spreche. Ja, ich bin die Sissi. Ich wohne und lebe und stricke und handarbeite im wunderschönen Wien und freue mich, wie gesagt, sehr, dass ihr heute vorbeischaut. Ja, starten wir gleich los. Was habe ich fertig bekommen? Und ich habe tatsächlich Sachen fertig. Nämlich zuallererst einmal meine Kitty Head, beziehungsweise meine Rainbow Kitty Head, das ist noch von den Regenbogenprojekten aus dem Juli. Die schaut da so aus. Ich habe da noch den Marker drinnen, wo ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Das Lustige ist, sie schaut immer ein bisschen schief aus. Ich habe sie noch nicht gewaschen und geblockt. Ich habe sie jetzt einfach mal nur fertig gemacht, um sie euch zu zeigen. Und kann dazu auch gleich einiges sagen. Ich gebe mal, nein, den Marker kann ich drinnen lassen. Ich habe hier verwendet, ui, und da tue ich mir immer schwer. Zuerst das Design. Das Design ist ein Gratis-Design von der Susanne Sommer. Und zwar ist es die Brioche Kitty Head. Die findet sie auf Ravelry oder auch auf ihrer Homepage. Das ist, wie gesagt, eine Gratis-Anleitung und ist eine ganz, eigentlich einmal, sage ich, einfache Patent- bzw. Brioche-Haube. Das Besondere an dieser Haube oder an diesem Design ist, also es kann unter Anführungszeichen nicht viel. Man schlägt Maschen an, man strickt gerade hinauf und nimmt dann oben, also näht das oben zu, häkelt es oben ab, wie auch immer. Ich sage euch gleich, wie ich das gemacht habe. Und das Besondere an dem Design ist, ihr seht das vielleicht, ganz unten im Bündchen verwendet man ein Mohair und eine Wolle gemeinsam, also hält das praktisch doppelt. Und ab dem Zeitpunkt, wo man kein Bündchen mehr strickt, nimmt man den vorderen Teil sozusagen ohne Mohair und die hinteren Maschen mit Mohair bei Patent. Das heißt, wenn ich die Haube jetzt umdrehe, du kannst sie nämlich beidseitig tragen. Seht ihr das vielleicht? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also ich sehe es natürlich logischerweise schon. Da ist dann hier der Flausch außen. Ich würde es jetzt so tragen, dass der Flausch innen ist. Das heißt, es ist dann unter Anführungszeichen oben ein bisschen weniger voluminös, aber trotzdem sehr, sehr warm. Und prinzipiell ist es jetzt so, ich habe 50 Gramm der Hauptwolle verwendet und ich muss immer nachschauen, wie die heißt. Das ist die Colgo Painters Palette Premium Merino, KPPPM. Wo ist der Fokus? Da ist der Fokus. KPPPM, in die Farbe ist nur eine Nummer. Und gemeinsam verstrickt habe ich das mit dem Mohair von Manos del Uruguay in der Farbe Wildflowers. Und da habe ich noch ungefähr die Hälfte vom Knäuel. Also da habe ich noch ungefähr 11 Gramm, 11, 12 Gramm. Das heißt, da ist, theoretisch ginge sich wahrscheinlich sogar noch eine Haube aus. Mal schauen. Was jetzt der Fall ist, eigentlich hat diese Haube, also so schaut sie aufgesetzt aus. Da kriegt man solche Katzenwallis. Die ist wirklich simpel zu stricken. Ich habe weniger Maschen angeschlagen als in der Anleitung und habe sie auch nicht ganz so lang gemacht, weil ich habe wirklich genau 50 Gramm verwendet. Eigentlich hätte diese Haube ein umgeschlagenes Bündchen. Wenn ihr euch meine Vorschau, meinen Vorspann anschaut, da habe ich die gleiche Haube in Pink auf, mit ein bisschen mehr Maschen auch. Und wobei die Menge der Maschen, finde ich, passt gut. Also da ist auch noch voll viel Platz. Das ist kein Problem. Zu eng soll sie nicht sein, weil sonst kommen die Katzenohren nicht richtig raus. Ich finde das mit dem Umgeschlagenen eigentlich total süß. Und jetzt ist es halt so, dass sich das mit der Wolle nicht ausgegangen ist. Zwei Möglichkeiten. Entweder ich stricke da noch ein Bündchen einfach dran. Mohair habe ich genug. Es wäre aber dann in einer anderen Farbe. Also ich habe noch so eine ähnliche Farbe, aber die ist intensiver, also weniger dieses Pastellige, das ist ein bisschen knalliger. Aber auch so mehrfärbig. Das heißt, ich könnte das Bündchen praktisch in einer anderen Farbe machen. Was auch cool ausschauen wird, glaube ich, wenn es sich abhebt. Ich kann es auch einfach probieren. Wenn es mir nicht gefällt, trenne ich es einfach auf. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich schenke die Haube her. Das weiß ich noch nicht. Die zwei Möglichkeiten habe ich jetzt. Weil, wenn die jemand kriegt, der ein bisschen kleineren Kopf hat, dann geht das nämlich zum Beispiel auch. Ich überlege mir das noch,
ist jetzt nicht so dringend. Prinzipiell bin ich froh, dass sie fertig ist. Das Design mache ich total gern. Ich habe die Haube jetzt zum dritten Mal gestrickt und ich stricke Sachen nicht unbedingt öfter als einmal. Somit war das ganz okay. Was habe ich anders gemacht oder was habe ich speziell gemacht? Eigentlich das Speziellste, was ich unter Anführungszeichen gemacht habe, ist dieser Turbular Bind Cast-On. Das bedeutet, dass eigentlich schon der Anschlag so aussieht, als wäre er gestrickt. Wenn ich das seht. Der ist ein bisschen mehr Aufwand, ist für ein 1x1 Rippchenmuster, was ja patentprinzipiell ist, ganz nett und schaut ganz hübsch aus. Ist ein bisschen mehr Aufwand, ja, mich stört das jetzt nicht so, wenn das ein bisschen braucht. Das ist genauso wie der Tubular Bind Off, ist eigentlich ein Kitchener Stitch und das, da komme ich dann gleich praktisch zum, wie ich die versäumt habe, die Haube. Das sieht man schon, aber gleichzeitig ist es relativ unsichtbar, weil ich habe hier wie einen Kitchener Stitch praktisch das zugenäht. Also einen, Matratzenstich? Nö. Fällt mir jetzt nicht ein. Entschuldigung, mir fällt das Deutsche jetzt gerade nicht ein. Und das ist praktisch ein Zunähen und das ist ein bisschen eine Hirndenkerei, weil man eben wissen muss, welche Masche schaut denn jetzt gerade an. Ich habe zum Kitchener Stitch ein Tutorial-Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Es funktioniert immer gleich, egal ob man jetzt ein 1x1 Rippchen hat oder nur glatte Maschen, wie bei einer Socke zum Beispiel. Im Prinzip funktioniert es immer gleich und das schaut, finde ich, recht hübsch aus. Wenn man es zum Beispiel abkettet mit einem Three-Needle-Bind-Off oder wenn man es zum Beispiel abhäkelt, hat man dann auf der Innenseite eine Naht, wobei so hat man, so ist das, naja, so schaut es von der Innenseite aus. Da läuft das eigentlich auch ineinander, aber man sieht schon eine Naht, also da sieht man deutlich eine Naht als außen. Jo. Also das mal prinzipiell. Das ist die Kitty Head, Rainbow Kitty Head heißt sie bei mir. Ich habe die auch in meinen Reverie-Projekten drinnen, da seht ihr auch genau den Verbrauch, wie viel Wolle ich verwendet habe oder wie die Wolle heißt, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt. Das heißt, einfach auf www.reverie.com könnt ihr in den Shownotes das nachschauen oder bei meinen Projekten direkt, das verlinke ich auch immer ganz genau. Dort heiße ich übrigens Trochilida. Falls ihr mich noch nicht gefunden habt, könnt ihr mich dort finden. Das war das erste fertige Projekt, das zweite fertige Projekt, wo ist es? Es ist fertig, also es ist so ins... Es ist insofern fertig, weil es fertig gestrickt ist. Es ist noch nicht fertig, weil die Fäden noch nicht vernäht sind und ich es noch nicht gewaschen und geblockt habe, weil Fäden vernähe ich erst, wenn ich es waschen und geblockt habe. Aber gestern beim Hardcore-Strick-Nachmittag auf meiner Couch, da waren Freundinnen bei mir, ist dieses wunderschöne Papaya-Cloud-Teilchen fertig geworden. Ich ziehe es jetzt nicht an, weil ich ziehe es dann an, wenn es wirklich auch gewaschen und alles ist. So. Dieses wunderbare Teil ist die Anleitung Claudesley von Isabel Krämer. Gestrickt habe ich das Ganze in der BFL Silk von der Mirjas Woolplay in der Farbe Papaya. Und ich habe prinzipiell die Größe 2 gestrickt. Jetzt ist es aber so, dass ich eine relativ kleine Maschenprobe hatte und somit eigentlich das Ganze wäre etwas weiter vom Schnitt her. Meiner ist jetzt relativ anliegend, mein Pullover. Was auch noch, also ja, ich habe kurze Ärmel gemacht, aber das war von Anfang an geplant, also nicht, weil ich zu wenig Wolle hatte oder keine Ärmel stricken wollte, sondern weil ich ihn als Sommerpullover gestrickt habe. Er ist auch super leicht. Das Maschenbild ist, finde ich, wunderschön. Hinten seht ihr dieses Hebemaschenmuster. Kommt super toll raus. Und was man jetzt noch sieht, es schlagen sich da zum Beispiel die Ärmel um. Die schlagen sich jetzt gerade noch rauf und unten das Bündchen schlägt sich auch noch hinauf. Das sollte mit dem Waschen und Blocken einfach dann weg sein. Das heißt, ich habe dann hoffentlich, nächstes Mal habe ich entweder das ganze Ding an oder ich habe ein Tragebild bei meinen Projekten. Aber der ist prinzipiell fertig, der wird jetzt wie gesagt gewaschen. Was mich extrem überrascht hat, ich habe von der Mirja 3 Stränge Wolle gekauft. Das habe ich noch über, das ist die Wolle im Knäuel. Und ich habe noch einen kompletten Strang. Das heißt, ich habe hier keine 2 Stränge Wolle verwendet. Ich glaube, ich habe insgesamt ca. 180, 170 Gramm Wolle verwendet, was, finde ich, urwenig ist.
Ich weiß nicht, wieso das so ergiebig ist. Es ist super, also die Wolle ist super ergiebig. Ich hätte sie auf jeden Fall noch ein, also ich hätte ihn auf jeden Fall noch ein bisschen weiter stricken können von Wollmenge, die ich hätte. Oder ich hätte auf jeden Fall noch genug Wolle für Ärmel und alles. Der war halt wirklich als Sommer, leichtes Sommeroberteil gedacht. Also der war schon so geplant. Ich bin überrascht einfach, wie viel Wolle ich jetzt noch überhaupt. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Strang Wolle machen soll. Noch ein Tuch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Qualität ist ein Traum. Also das BioFell Silk. Ich bin gespannt, wie es dann ausschaut, wenn es gewaschen ist und geblockt. Ein bisschen wird es noch nachgeben, nicht sehr viel, weil es ist kein super Wash. Und die Seide ist halt auch wirklich irrsinnig angenehm. Also so unter Anführungszeichen rauer BFL, also Blueface Leicester vom Schaf her wäre, umso leichter und so angenehmer ist er dafür die Seiden, der Seidenanteil. Ich bin schon sehr gespannt, wie es sich verhalten wird, wie es sich tragen wird, ob es sehr stark fusseln wird, das weiß ich nicht, das bin ich einfach noch gespannt. So momentan finde ich es irrsinnig schön und gefällt mir super, super gut und ich bin wirklich, wirklich happy, dass er jetzt noch vor meinem Urlaub fertig geworden ist. Wieder ein großes Projekt von den Nadeln. Und damit kann ich dann auch ein großes Projekt wieder anschlagen. Dazu komme ich aber gleich. Wie gesagt, der ist auch fertig von der Isabel Krämer. Ich überlege nur, ob ich noch irgendwas verändert habe. Ich habe nur aufgrund der... ich habe einen anderen Swatch eben gehabt, eine andere Maschenprobe. Und vor allem, was ich gehabt habe, ich hatte mehr Reihen auf 10 cm. Damit ich dann auf einen Ausschnitt komme, der mir gefällt, also der weit genug ist, habe ich hier einfach mehr Reihen gestrickt. Genauso beim Armloch. Also da habe ich dann aufpassen müssen, dass sozusagen die Distanz passt. Dadurch habe ich einfach, mehr stricken müssen. Also wenn da gestanden ist, dass man 10 Reihen braucht, habe ich vielleicht sogar 15 gestrickt oder von mir aus 14, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dementsprechend mehr, damit ich dann die Zentimeter hatte. Das heißt, da habe ich schon noch einmal gemessen. Auf die Weite bin ich nämlich mit der Maschenprobe eigentlich ziemlich gut gekommen. Das heißt, ich habe jetzt schon ein paar Maschen mehr auf 10 cm, deswegen ist ein bisschen weniger weit. Beziehungsweise habe ich nicht so viel Positiv-Ease einfach gemacht. Aber Positiv-Ease einfach weiter im Pullover. Dazu komme ich heute auch nochmal. Aber ansonsten, er ist jetzt nicht super. Ich meine, ich kann kurz reinschlupfen, man sieht halt nicht wirklich was. Ja? Weil er ist nicht gespannt und nichts, gell? Ich sag's gleich. Wie nichts hören. Also, er ist schon anliegend, aber er spannt nicht super hypermäßig. Und oben, also das, wie gesagt, rollt sich jetzt alles noch, weil es noch nicht geblockt ist. Aber das schaut schon super süß aus und ist auch nicht zu eng. Also ich habe genug Platz bei den Ärmeln, ich habe genug Platz oben. Der Ausschnitt ist jetzt, ich mag prinzipiell gerne einen größeren Ausschnitt, aber der Ausschnitt ist, finde ich, jetzt in Ordnung. Und wie gesagt, da habt ihr circa die Länge. Wie gesagt, das schlägt sich jetzt noch total um, das ist urnervig. Geil. Aber so schaut es im Prinzip aus. So. Wieder raus aus dem guten Stück. Ups. Überall Fäden. Also so ist er mal super angenehm. Freue mich schon, den zu tragen. Ich möchte ihn jetzt endlich waschen, dass das fertig ist. So, das ist meine Papaya Cloud. Was habe ich noch? Fertig. Wollte ich euch nochmal zeigen. Da machen wir heute die Probe aufs Exempel. Das habe ich euch vorletztes Mal gezeigt. Meine handgesponnene Wolle. Und wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe das runtergenommen und das hat super, ist super zusammengesprungen und super überdrallt gewesen und übersponnen gewesen. Ich habe es jetzt noch einmal. Also, die Singles habe ich rechts gesponnen, also rechts laufen lassen, also in S. Die vier Singles, weil es ist ein vierfädiges Garn, habe ich dann Z gezwirnt. Und nachdem das so arg überzwirnt war, habe ich jetzt noch einmal das Ganze relativ flott durchs Spinnrad laufen lassen, wieder S, also wieder nach rechts. Ich bilde mir fest ein, dass das was gebracht hat. Lustigerweise, bei manchen Stellen habe ich nicht genug Drahl rausgenommen. Bei anderen Stellen, da habe ich so genau zugeschaut, habe ich wieder zu viel Drahl rausgenommen. Ich schaue gerade, ob ich so eine Stelle euch zeigen kann, wo man sieht, dass ich zu viel Drahl rausgenommen habe. Da beim Gelben nämlich. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich halte es euch mal hin. Da habe ich definitiv zu viel Drahl rausgegeben. Ein bisschen. Es ist prinzipiell, glaube ich, schon das Zwirnen gewesen, wo ich zu viel Drahl hineingegeben habe. Aber es kann sein, dass es auch ein bisschen in den Singles ist. Da ist zum Beispiel ein Teil
Ich schaue gerade, ob ich das rauszuzeln kann ein bisschen. Da habe ich wirklich zu viel rausgenommen. Also, das ist praktisch, da ist das wieder offen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass es jetzt gut war, was ich gemacht habe und das Ganze sich im Großen und Ganzen entspannt hat. Schauen wir mal. Probe aufs Exempel. Ich habe das letztes Mal vor der Kamera gemacht, habe mir gedacht, mache ich es heute wieder vor der Kamera. Ja, seht ihr eh, es ist noch immer wutzelig. Aber nicht mehr so schlimm. Also vor allem im gelben Bereich habe ich es teilweise nicht ganz geschafft, das rauszukriegen, dieses Wutzeln. Aber insgesamt ist es viel entspannter. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal durch... Ich glaube, ich lasse es nicht nochmal durchlaufen. Ich glaube, ich lasse es jetzt so. Ich glaube, das geht jetzt schon zum Stricken. Vor allem jetzt werde ich es auf jeden Fall nochmal baden. Vielleicht auch mit ein bisschen Gewicht. Aber es ist definitiv nicht so arg wutzelig wie... Ja, wahrscheinlich sind die Singles einfach auch überdrahlt. Aber insgesamt finde ich, schaut es entspannter aus. Und ich hoffe, dass ich es jetzt auch gut verstricken kann, ohne zu viele Wurzel zu haben. Werden wir sehen. Also das ist, wie gesagt, meine handgesponnene Wolle. Im Großen und Ganzen bin ich echt happy, wie sie aussieht. Mir gefällt sie super gut. Und das mit dem Überwurzelt finde ich ein bisschen doof. Aber ich meine, andererseits ist es mein drittes Spinnprojekt oder so. Drittes Spinnprojekt. Dafür ist es ganz okay. Dafür ist es okay. So, das wird jetzt nochmal gewaschen und dann wird es verstrickt und wahrscheinlich zu einem Kaul. Ich brauche noch eine Kontrastfarbe dazu und ja, ich meine, es wäre auch super schön in einem Tuch. Was lustig ist, ich habe gedacht, dass ich vielleicht mehr Lauflänge rauskriege, weil ich ja doch dieses ganz enge und überspannte irgendwie vielleicht rauskriege. Es sind aber nicht mehr Laufmeter geworden. Also das war ein Irrglaube von mir. Also insgesamt ist es jetzt mal ein bisschen weniger wutzelig. Es ist immer noch wutzelig. Ich lasse es nicht nochmal durchlaufen. Ich glaube, das passt schon so. Im Großen, ja, ich lasse es, glaube ich, so. Ja. Wenn ich zu viel spielen, ich weiß nicht. Kaputt machen kann man eigentlich eh nichts. So, das ist, was ich jetzt gerade fertig habe. Was habe ich auf den Nadeln? Das habt ihr eigentlich schon gesehen. Ich bin immer am Suchen. Dabei habe ich immer zwei Projekttaschen da. Das habt ihr schon gesehen. Das sind die Socken für die Angela. Und zwar ist das eine Anleitung von der Ducati. Das sind noch immer die Mai-Socken. Fertig schaut die ganze Socke nämlich so aus. Das ist die fertige Socke. Socke 1 habe ich ja schon. Ich finde die Fersen so cool bei der Ducati. Die macht das wirklich. Das Detail ist super schön. Und ich stricke jetzt einfach Socke 2. Also ich habe die jetzt angeschlagen, nachdem ich jetzt ein bisschen warten musste, bis meine Ersatznadel gekommen ist, weil die Katze meine Nadel gefressen hat. Ich habe jetzt gerade das Bündchen und 5 Reihen vom Muster, also ist jetzt nicht wirklich was. Ich wollte euch nur zeigen, dass da jetzt was entsteht. Und stricken tue ich mit der Wolle von... die gelbe Wolle ist von Mondschaft. Ich muss nachschauen, entschuldigt bitte. Bin gerade ein bisschen... Genau, Andromeda, die Farbe heißt Kilgil. Und das andere ist Wunderbund Donegal Sock mit der Farbe Blauholz. Also das ist die Wunderbundwolle, das ist eine österreichische Handfärberin. Und das ist die Andromeda Base von der Mondschaft ist mit Gitter. Und das schaut super cool zusammen aus, ich finde die Kombination echt schön. Und die Socke wird super, super toll. Sollte sich auch problemlos von der Menge ausgehen. Und da stricke ich jetzt einfach an der zweiten Socke weiter. Ich stricke das momentan auf Nadelspiel, weil mit dem Nadelspiel tue ich mir eigentlich ganz, ganz gut. Auf 2,25er Nadeln und das Bündchen habe ich auf 2 mm Nadeln gestrickt, beziehungsweise auch die Zehe, glaube ich. Ja, eigentlich für Colorwork-Socken relativ weit. Da Angela passen sie aber perfekt. Somit bin ich sehr glücklich, dass das so hinhaut. Für mich wären sie, glaube ich, ein Tick groß, aber sie sind wunderschön. Also ich finde das Muster extrem toll, mir gefällt das sehr, sehr gut. Auf wirklich kleinere Nadeln, also ich hätte prinzipiell noch auf 2 mm Nadeln die ganze Socke stricken können, dann wäre sie halt wirklich kleiner geworden. Aber am Muster hätte man halt nichts verändern können, deswegen, ja. Das schaut so lustig aus mit den bunten Opsis. In der Kamera kommt das fast noch viel schöner raus als so. Super, bin sehr glücklich, wie das jetzt momentan wächst. Die mache ich einfach so nebenbei
Geht aber bei Stricknächten nicht so gut, deswegen ja, mache ich die so mehr auf der Couch. Übrigens hat mir jemand einen Tipp gegeben, weil meine Haspel so locker war, dass ich doch den einen Teil in Wasser einweichen soll. Entschuldigung, es quietscht jetzt sehr. Das war aber der perfekte Tipp, weil jetzt hat es sich nicht mehr bewegt und hat super funktioniert. Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Auf jeden Fall super, perfekt. Damit habe ich jetzt sehr gut wickeln können, ohne dass mir dort am Anfang das runterfliegt. Ich stricke ja gerade mit euch, wer dabei ist, einen Knit-Along, ein Strick mit, und zwar von Susanne Sommer Designs. Also eigentlich ist meine Haube schon das erste Strick mit Teil von der Susanne Sommer. Und die hat wirklich so viele großartige Designs und ich möchte wirklich, weiß ich nicht, ich habe sicher 4 oder 5 in meiner Queue oder in meiner Wishlist, die ich machen möchte. Und ich wollte jetzt eigentlich, und das ist ein bisschen, ich wollte den Gridlines stricken und hatte dafür auch schon Wolle in Aussicht, die ich gerne kaufen wollte. Und zwar von Schwedenrot, von der ich gerade ein Projekt stricke, was ich euch nicht zeigen kann, weil es ist ein Test, ein Secret-Test-Knit. In den Farben stricke ich aber, die kann ich euch sehr wohl zeigen. Und die Rabea von Schwedenrot hat einfach super coole Farben. Also ich finde diese Neonfarben knallen echt wunderbar großartig. Und ich wollte jetzt unbedingt den Gridlines, der schaut so aus, in irgendeiner Farbe, in irgendeiner Färbung von ihr stricken. Hat mir der irrsinnig schwer getan, weil es einfach so ist, dass die Wolle ist super toll und passt auch voll vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Einzige, was wirklich blöd ist, ist, dass der Versand nach Österreich super hyper teuer ist. Und deswegen habe ich jetzt sehr lang rum überlegt. Ja, ich habe super lang rum überlegt, die Farbe, die ich wollte, beziehungsweise die Base, die ich wollte, hat es dann irgendwie nicht gegeben. Wobei die Rabea super lieb ist und sich auf Instagram mit mir ausgetauscht hat und mir Tipps gegeben hat und auch gesagt hat, wenn ich was will, dann färbt es mir. Das ist überhaupt kein Thema. Also ganz, ganz toll. Kann den Shop die Farben echt nur empfehlen. Da finde ich mir auch sicher nochmal was, dass ich mir was check. Aber nachdem ich dann spontan letzte Woche diese wunderschöne Wolle gekauft habe, Sweet Georgia, und die nicht so günstig ist, weil die kommt aus Kanada. Ich habe sie in Wien gekauft, in der Lille Boutique. Und das ist eine Wolle mit Seide und Leinen, also Seide-Leinen. Anteil, also 65% Seide, 35% Leinen. Das ist halt wirklich eine Sommerwolle und die habe ich mir gekauft mit dem Wissen, ich möchte damit einen Sommertop stricken. Und mit dem Wissen, ich möchte die mit einer Leinengeschichte kombinieren, die ich vom lieben Horst geschenkt bekommen habe letztes Jahr, die Lino Mucker von Wollen Berlin. Die habe ich in den Farben Fuchsia, Neongelb und dann ist das, ich glaube, Grasgrün, das ist ein Mini dazu, ja? Die habe ich gekriegt. Und das Coole ist, dass die habe ich gekauft mit dem Wissen, ich möchte die da kombinieren. Das schaut super cool aus, vor allem wenn ihr das seht. Da sind so ganz leichte Farbsprenkel drinnen, nämlich eben rosa und in dem sogar noch ein bisschen mehr das Gelb und ein bisschen so blau-grün. Also die Farben, die drei Neonfarben sind in der ganz leicht drinnen und diese Kombination habe ich mir zusammen gekauft. Aber diese zwei wunderbaren Stränge haben mein Wollbudget gesprengt. So dass ich jetzt schweren Herzens zu mir selber gesagt habe, okay, ich habe jetzt wirklich genug Wolle für mehrere Oberteile momentan in meinem Stash und es ist jetzt einfach nicht drinnen, dass ich mir von der lieben Rabea wunderschöne, großartige, tolle Wolle für den Gridlines bestelle. Was mich urgeärgert hat, weil ich, ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie das heißt. Also das kommt schon noch, ist halt jetzt nicht jetzt. Ich wollte aber jetzt trotzdem ein Susanne Sommer Design stricken, was ich vor allem mit euch teilen kann. Und jetzt habe ich echt hin und her überlegt, weil ich habe nur diese zwei Stränge, die aber ein bisschen mehr Laufmeter haben. Die haben 440 Meter auf 115 Gramm, das heißt ich habe 230 Gramm. Und habe jetzt überlegt, was möchte ich damit stricken. Weil für einen Top habe ich sogar fast zu viel. Und habe mir dann dieses Design ausgesucht, das ist der Boxy Chevrons von der Susanne Sommer. Und der hat oben diese schwarzen Streifen und ich habe mir gedacht, sehr cool, diese schwarzen Streifen mache ich, und der ist eben auch so hell, mache ich eben in diesen Neonfarben in irgendeiner Art und Weise bunt. Jetzt hat sogar schon die Angela gemeint, ich soll das doch nicht doppelt nehmen, weil das würde sich perfekt ausgehen, dass ich dieses Leinen, das sehr, sehr dünn ist, einfach doppelt nehme und dann hat es ungefähr die gleiche Stärke wie das. Aber nachdem das eh so ein Sommeroberteil wird, mache ich das vielleicht einfädig. Und dann ist es ein bisschen transparenter, weil es ist eh Neonfarben. Schau mal. Ist auf jeden Fall eine coole Idee.
Und ich mache ihn aber nicht so weit, also bei der Susanne Sommer in der Anleitung hat er 40 cm positiv ist, das heißt ziemlich viel Spielraum. Und so viel Spielraum brauche ich gar nicht. Er soll locker sein, er soll kastig sein, er soll zum drüberschmeißen sein, aber ich mache vielleicht 5 cm, wenn von mir aus 10 cm positiv ist. Und dann, glaube ich, komme ich auch mit den zwei Strängen gut zurecht. Ansonsten kann ich mich ja noch in irgendeiner Art und Weise, ich habe 50 Gramm, also 100 Gramm insgesamt, 100 Gramm, mit dem sind nochmal ungefähr 10, also ich habe so 110 Gramm nochmal in dem Leinen. Das heißt, da komme ich auch nochmal auf 490 Meter, 500 Meter mit dem Leinen. Also Wolle sollte reichen für den Boxy Chevrons von der Susanne. Und das heißt, für den Strick mit Sommer 2020, das ist der Hashtag, werde ich den Boxy Chevrons stricken und das Ganze geht einfach, wir stricken gemeinsam ganz entspannt und gemütlich bis Ende September, weil die Sommerferien gehen zwar bis August, aber wir sind realistisch. Vielleicht ist es manchmal zu heiß und man mag da nicht zu stricken und deswegen haue ich einfach noch einen Monat dran, so ein Stress-Entspannungsmonat und wir stricken bis Ende September. Wer Lust hat und einsteigen möchte, es gibt auch eine Gruppe eben in der Sissi will Wolle Reverie-Gruppe, also einen Kanal, wo wir uns schon austauschen, wo wir uns die Wolle zeigen und Designs zeigen und einfach Fortschritte und motivieren. Also dort könnt ihr auch gerne einsteigen und auf Instagram könnt ihr es ja genauso gerne teilen. Dort heiße ich übrigens auch Trochilita und da wäre der Hashtag eben Strick mit Sommer 2020 bzw. SMS 2020 ist schon vergeben. Da gibt es irgendwie was Sing mit so irgendwas Sommer oder so. Also da gibt es schon tausende von Posts, aber wir können ja deren Hashtag mit Strickereien fluten. Ist ja egal. Ist auch lustig. Also das ist auf jeden Fall jetzt das, was ich mir überlegt habe aus meinem ein bisschen Frust. Ich kann mir jetzt doch keine coole Wolle kaufen. Ich habe eh coole Wolle gekauft. Immer dieses Vernunftdenken mit, ich habe doch eh genug Wolle. Irgendwer hat das letztens gesagt, hast du nicht irgendwas in deinem Stash? Ich habe tausend Sachen in meinem Stash, aber das ist nicht das, was ich eigentlich machen will. Das ist so. Kennst du das? Ich will eigentlich bunt, knall, org. Es ist eh auch irgendwie Knullbandblock. Nein, bunt, knall, org. Aber nicht so, wie ich eigentlich wollte. Na gut, ist egal. Ja, das ist jetzt das, was auf meine Nadeln hüpfen wird. Und ich freue mich schon auf meinen Urlaub. Der kommt jetzt endlich. Die Ferien haben ja schon vor ein paar Wochen begonnen. Aber jetzt kommt auch noch endlich mal wirklich Entspannung. Und ich werde jetzt wieder so im 2-Wochen-Rhythmus ziemlich sicher aufnehmen. Also wundert euch nicht, wenn es bis zur nächsten Folge ein bisschen dauert. Ich freue mich übrigens sehr, wenn ihr meinen Kanal unterstützt. Ich habe seit einem Monat ungefähr einen Ko-fi-Account. Da könnt ihr mir Kaffee und Kuchen spendieren. Also wenn ihr Lust habt, wäre das eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Beziehungsweise freue ich mich natürlich immer sehr über ein nettes Kommentar, über einen Daumen hoch oder wenn ihr sogar ein Abo da lasst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Stricken wir gemeinsam in den Sommer und wir sehen einander in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, Sissi will Wolle. Bussi, Baba! Have you made your great escape? Some may say we are haunted, and all our needs are for no shade.